Ja, Sommer 1980 bin ich dann nach Amerika übergesiedelt. Also die Sturm- und Drangzeit eines Pubertären war dann etwas zu viel für meinen Vater und der hat mich dann zu meiner Mutter geschickt. Also, die Geschichte sei jene, das weiß ja jeder, weil es liegt doch auf der Hand. Es war mit Bock- und Rollmusik nicht immer leicht in diesem Land. Was in mir sitzt, ist weiß gespritzt, das ist mir völlig klar, obgleich ich Whisky check und du seitdem in USA ich war. Da habe ich dann meinen exzessiven Lebenswandel geändert und studiert. Mathematik, um meinem Vater zu beweisen, dass das geht. Und dann aber nach ein paar Jahren die Kunst und die Literatur entdeckt, weil ich da einen Ausgleich gesucht habe nach dieser, von dieser strengen Mathematik. I feel like a bird with broken wing. I can't fly back up in a tree. Like an addict feeling for crack. Ich wohne jetzt seit 2013 hier in Rednitzenbach. Ich bin nicht unweit von hier aufgewachsen, also keine 2 Kilometer von hier steht mein Elternhaus im Vogelherd, Stadt Schwabach. Da auf der Wiese habe ich noch als jugendlicher Hühner gejagt mit meinem Bruder, weil das so die Außenbezirke von unserem Streunrevier waren. Aber wir mussten nach Hause rennen, weil erwischt worden sind wir, wie wir die Hühner gejagt haben. Die wollten wir dann mit Stroh rum betrunken machen. Ne? Nach 9 Jahren, also am Ende der Regenjahre, der Ronald-Regenjahre, kehrte ich dann in die Heimat zurück. Ich wurde nie so richtig warm mit den Amerikanern und wollte dann hier das weitermachen, was ich in Amerika gemacht habe, meine Entwürfe ausführen. Aber der Beruf des Kunstglases ist ein geschützter Beruf und dann musste ich nochmal eine Handwerkslehre absolvieren, um handwerklich meine Arbeiten auch ausführen zu können.